Mehrere hundert Menschen haben im südfranzösischen Toulouse gegen ein Hochwasserschutzprojekt demonstriert. 15 Personen wurden festgenommen, nachdem die zunächst friedliche Demonstration in Gewalt ausgeartet war. Angehörige des Schwarzen Blocks randalierten. Fensterscheiben gingen zu Bruch. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zahlreiche Jugendliche hatten sich vermummt. Die Demonstranten erinnerten an einen Aktivisten, der bei einem Polizeieinsatz auf der Dammbaustelle im Oktober vergangenen Jahres getötet worden war. Sie werfen der Polizei Brutalität vor. Auch bei einer Demonstration im nordfranzösischen Nantes gegen den Ausbau des Flughafens kam es zu Ausschreitungen. 13 Beamte wurden verletzt, 25 Personen festgenommen.